Und damit Hallihallöchen, meine Lieben. Nein, er hat keine Fronthydraulik, wie man unschwer erkennt. Ja, notgedrungen mache ich es jetzt so. Notgedrungen. Dann klappe ich das eben erst auf. Aber der restliche Plan bleibt bestehen. Schwaden und Wänden werden wir mit dem MAN. Schade, dass der Nasenberg keine Rückwärtsfahreinrichtung hat. Genau deswegen. Genau deswegen. Du. Das ist aber tatsächlich nicht die einzigste, wir sind doch fast nahe desaktiviert. Springt nur später an, wie gedacht. Schalalala. Hinten dazu schief. Jetzt nicht mehr. Du.
Lass mal eben hier stehen, holen den Deutz mal eben vom Felde. Den Deutz vom Felde holen. Rauf hier. Mal die Luke hier noch zu. Die anderen Luken sind alle zu. Licht kann man auch aufmachen. Ja, komme ich später zu. Nein, ja. Er hat den Zetter schon dran. Wie ich finde, ist das genau die richtige Arbeitsgröße. Steht der Fendt. Fendt. Er fuhr Fendt und kam nie wieder. Oder so. Keine Ahnung. Ich meine, ich persönlich habe nichts gegen den Fendt. Hat er eigentlich im Heckbereich. Tatsächlich hat er eine Lampe im Heckbereich. Werden wir jetzt auch brauchen. Ja. So viel dann zu, die werden wir auch brauchen. Wir sehen nämlich trotzdem nichts. Obwohl die Zeit schon auf mal 50 steht, also so ist es nicht. Wirklich viel runter kommt er ja gerade nicht. Also für Silo fahren werde ich auf jeden Fall die andere Wiese auch annehmen müssen. Für Silage. Komme ich gar nicht drum herum. Aber andere Sachen sind jetzt erstmal wichtiger. Ja, Schwaden wird lustig, unter Garantie.
Ich meine, ich weiß, wie ich schwaben muss. So ist es nicht. Es dauert mit den kleinen Maschinen halt etwas, aber uns hetzt ja auch keiner. Die Produktionen, wenn die stillstehen, ist das auch nicht unbedingt so tragisch. Ich hätte es gerne leicht überlappend. Ja, das sieht so halbwegs gut aus. Nehmen wir die Bahn hier vorsichtshalber mal mit. Aber auch nur vorsichtshalber. Also ich schätze mal, dass da nicht unbedingt sehr viele Bahnen dabei rauskommen werden. In der nächsten Folge widmen wir uns dann mal Feldspritzen, also die Felder mal spritzen. Und dann denke ich mal, dass wir uns hier dem Heu wieder zuwenden. Das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen liegen, damit er auch schön durchtrocknen kann. Ja. Ah, ihr seht, Fast Night, das passt schon. Die Nacht ging jetzt relativ zügig um. Ja, und um 6 Uhr springt es zurück wieder auf die Tageszeit. Also 22 Uhr springt er auf die Nachtzeit und um 6 Uhr springt er wieder auf die Tageszeit. Das sind aber genug Stunden, die im Schnellraffer durchlaufen, sag ich mal. Ja, Schwaden kriegen wir auf jeden Fall fertig. Wenden. Läuft aber ganz gut eigentlich. Und ich habe gedacht, es würde nicht ganz so schnell laufen. Obwohl 6 Meter sind ja auch schon ein bisschen was an Arbeitsbreite.
müsste man ja doch zugeben. Fahren wir den noch schnell zum Hof. Hat der schon auf? Nein, der hat noch nicht auf. Der macht auch erst um 8 Uhr auf. 2 Stunden. Wir müssen uns aber dem Feldspritzen definitiv widmen. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber das tun wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, ich hänge die Spritze noch an. Und dann fahren wir in der nächsten Folge spritzen. Und Geld müssen wir auch noch mal ein bisschen verdienen. Da haben wir ja noch Kompost. Also würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.